Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Hugendubel-Buchtipp. Schön, dass Sie auch dieses Mal wieder mit dabei sind, wenn es sich rund ums Lesen dreht. Auch dieses Mal stellen wir Ihnen wieder ein aktuelles Buch vor, das es sich lohnt zu lesen. Wir sind zu Gast bei Hugendubel am Marienplatz und die Vorstellung unseres aktuellen Buches nimmt wie immer unser Experte Christoph Stampfel vor. Ich möchte Ihnen heute den Roman Die Wahrheit und andere Lügen von Sascha Arango vorstellen. Sascha Arango ist ein sehr erfolgreicher Drehbuchautor, unter anderem für den Tatort, und hat jetzt seinen ersten Roman vorgelegt. Es ist ein unglaublich spannendes Buch, in dem er die Geschichte des Schriftstellers Henry Haydn erzählt. Henry Haydn ist der Erfolgsautor, wie man ihn sich nicht besser vorstellen könnte. Großes Anwesen an der Küste, eine erfolgreiche Geschichte, wohin man schaut. Tolle Autos vor der Tür, Markenklamotten, weibliche Fans, die ihm in Scharen zu Füßen liegen. Aber dieses ganze Schriftstellertum ist eigentlich nur Fassade bei ihm, denn in Wahrheit hat seine Frau die ganzen Bücher geschrieben. Er selbst kann überhaupt nicht schreiben. Was er kann, ist eine Biografie nach außen erfinden und darstellen. Er ist ein großer Meister der Lüge und der Täuschung. Das funktioniert alles so gut, bis ihm seine Geliebte eröffnet, dass sie von ihm schwanger ist. Das bringt ihn in eine ziemliche Zwickmühle, aber Henry Haydn ist nicht der Mann, der vor drastischen Lösungen zurückschreckt, wobei er sich da wirklich in ein Netz aus Intrigen verstrickt, das er auch selbst nur noch schwer lösen kann. Man merkt im Buch an, dass der Autor Drehbuchautor ist. Es sind unglaublich plastische Szenen, die sich im Kopf des Lesers festsetzen. Und dieses Buch ist vor allem spannend. Ich habe selten ein Buch gelesen, das einen wirklich von Seite zu Seite treibt. Die Geschichte nimmt eine überraschende Wendung nach der nächsten und lässt einen wirklich atemlos beim Lesen zurück. Ein großartiges, sehr, sehr spannendes Buch, Made in Germany. Ein ganz großes Lesevergnügen. Vielen Dank an Christoph Stampfel für diese Buchpräsentation. Sascha Arango, Die Wahrheit und andere Lügen gibt es auch als Hörbuch und E-Book. Und weil das immer sehr spannend ist, die ersten Zeilen zu lesen eines Buches, die entscheiden dann meistens darüber, ob man weiterliest oder nicht, seien diese Zeilen jetzt für Sie einmal von mir zitiert. Fatal. Ein kurzer Blick auf das Bild genügte, um der dunklen Ahnung der vergangenen Monate Gestalt zu geben. Der Embryo lag gekrümmt wie ein Lurch. Ein Auge schaute ihn direkt an. War das da ein Bein oder ein Fangarm über dem Drachenschwanz? Momente großer Gewissheit gibt es im Leben nur wenige. Doch in diesem Augenblick sah Henry in die Zukunft. Dieser Lurch würde wachsen, eine Person werden. Er würde Rechte haben, Ansprüche, er würde Fragen stellen und irgendwann alles erfahren, um ein Mensch zu werden. Sascha Arango, Die Wahrheit und andere Lügen. Jetzt haben Sie ja schon einen Eindruck bekommen von Sascha Arangos neuem Buch Die Wahrheit und andere Lügen. Wir haben jetzt noch ein paar Veranstaltungstipps für Sie bei Hugendubel. Und zwar am 20. März haben Sie die Möglichkeit, die RTL-Reporterin Antonia Rados zu treffen. Und zwar bei Hugendubel am Stachus. Sie präsentiert dort ihr aktuelles Buch Die Bauchtänzerin und die Salafistin. Am 29. April um 10 Uhr ebenfalls bei Hugendubel am Stachus gibt es eine szenische Lesung für Kinder. Das magische Baumhaus des Schauspielers Stefan Bach. Und jeden ersten Freitag im Monat gibt es die Hugendubel-Lesebühne. Autoren und Poeten präsentieren ihre eigenen Texte, jeweils um 18 Uhr. Das war wieder unser aktueller Hugendubel-Buchtipp. Schön, dass Sie mit dabei gewesen sind. Bis zum nächsten Mal. In der Zwischenzeit wünschen wir Ihnen wie immer viel Freude beim Lesen und viele neue literarische Erkenntnisse. Machen Sie es gut, auf Wiedersehen.